Im Gasthaus. Verzeihung. Ein Reisender. Das einfache Volk weiß viel, besonders die Alten. Manche erzählen ihre Geschichten für ein paar Münzen. Ich habe kein Geld. Ich brauche mehr Geld, 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 Geld. Und krieg Geld her, bisher nur in Fässern. Ein Schmied. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Ja, ich bin ein Zwerg. Nein, ich unterstütze die Skoyatel nicht. Ja, ich habe Steuern und Schmiergelder bezahlt. Oft. Sogar heute. Beruhigt euch. Ich will nur reden. Ein Zwerg? Ich kann im Grab ruhig sein. Optimistisch gesehen ist es bald soweit. Ich komme zur Beerdigung. Zur Hinrichtung auch. Einmal haben sie mich gezwungen, mit anzusehen, wie ein Anderling gehängt wurde. Hab mich beinahe um Kopf und Kragen gelacht. Verstehe. Man mag Anderlinge hier wohl nicht. Nirgends in den nördlichen Königreichen. Ein Staatsdiener wie Siemens gewann jüngst einen Innovationspreis. Für die Entwicklung von Galgen, speziell für Zwerge. Was ist daran so innovativ? Nichts. Aber bedenkt, was man da spart. Aus all dem gesparten Holz kann man andere Waren herstellen. Spielzeugschwerter zum Beispiel. Kann ich euch etwas fragen? Ja? Ein Schmiedezwerg. Sie muss mein Schwert neu schmieden lassen. Aha, okay. Das kostet natürlich Geld. Ein Schmied kann euch neue Schwerter aus Meteoritenerz schmieden. Links liegt auf Schmieden im Dialog. Dann wählt den Schwertstyp. Ihr braucht mindestens 3 Meteoritenteile, um ein Schwert zu bestellen. Außerdem können Schmiederunen in euer Silberschwert brennen. Ihr braucht mindestens 3 Runen, damit die Klinge gebrannt werden könnte. Aber wir haben nach wie vor kein Geld. Ja, wir haben auch keine Meteoriten mit dabei. Ein Schmiedezwerg, sehr schön. Das Leben in der Armee ist hart. Kriegen wir Geld hier. Hallo Soldat. Wir warten auf Hilfe vom Orden der Flammenrose. Söldner. Man kann nie wissen, wann die Bestie auftaucht. Sein Blaster ist Tor weit offen, weil er nicht wisst, wann die Bestie kommt. In der Gruft hausen Ungeheuer. Das Leben in der Armee ist hart. Ja, ja, so hart das Leben. Die Tore sind geschlossen. Ja, wenn du das sagst und du sagst, dass sie geschlossen sind, dann wird das wohl so sein. Es ist ja dann ein offenes Tor. So, kriegen wir hier noch irgendwo Geld her? Oh, hier kriegen wir Geld. Nicht Geld, sondern hier kriegen wir Alkohol. Wenig Alkohol. Ein paar Bier. Ein Reisender. Oh, er schläft. Die Leute wirken merkwürdig. Oder er liegt. Eine Kiste. Hier gibt's noch Fässer. Schade. Den Trinkwipfelwerb im Pub können wir wahrscheinlich erst dann machen, wenn wir genug Geld und genug Alkohol dabei haben. Dann können wir mal ein Besäufnis machen. So weit sind wir hier scheinbar noch nicht. So, hallo Zwerg. Sei gegrüßt. So, dann gehen wir mal durch das offene Tor hinaus. Die Pflanze können wir nicht mitnehmen. Schade. Eine Region wird betreten, leerstehende Häuser. Aha, okay. Dann schauen wir mal rein in die leerstehenden Häuser. Das Spiel ein Mädchen und ein Knabe. Mein Hund spuckt Blut. Das ist ungesund. Ich glaube, du sollst dich mal um dein Kind und deinen Hund kümmern. Ich glaube, dem geht's nicht mehr so gut. Meine Beine tun weh. Ich will auch so ein Schwert. Der Hund spuckt Blut. Ich glaube, sollst den mal zu einem Heiler bringen oder so. Ich weiß nicht. Ich spiele dem Zwergenschmied einen Streich und pisse ihm in den Blaseball. So ein doofes Spiel. 1, 2. Jetzt holt er das Schwert raus, wie er das ist. 3, 4, los, Geralt, zieh dein Schwert und verprügel den kleinen Knaben. Ich spiele dem Zwergenschmied einen Streich und pisse ihm in den Blaseball.
Dafür gibt's ja Prügel. Forstkrampf hat schon geübt. Ich spiele dem Zwergenschmied einen Streich. Das ist jetzt hier. Ja, haben wir gehört. Das ist Geralt. Geralt, dein Schwert. Wo ist das? Zieh es hinaus. Mach den Buben meinen Kopf kleiner. Den Zwergenschmied einen Streich spielen. Als ob. Das kann's ja hier nicht sein. Ein leerstehendes Haus. Skelett auf dem Boden. Keiner spielt einem Zwerg einen Streich. Leerstehende Häuser hier. Mitnehmen können wir hier nichts. Da ist ja auch nicht viel zu holen. Joa. Leere Häuser halt. Verschlossene Tür. Die Tür war fest verschlossen. Kaufmann. Wegen der verfluchten Pest musste unsere Karawane draußen vor Visima bleiben. Aha, okay. Ein verwittertes Wegeschild. Ein Söldner. Wir warten auf Hilfe vom Orden der Flammenrose. Die Tür ist verschlossen. Seid wachsam. Oh. Die Tür ist auf. Ach, sind wir zurück im Dorf, oder was? Ja, das ist der Zwergenschmied, da kamen wir her. Sind wir einmal im Kreis gelaufen. Wir müssen noch den Dorfpriester finden. Wo der sich aufhalten wird. Ich weiß nicht. Eine Region wird betrieben. Hexenhütte. Okay. Mein Ohr tut weh. Verfluchte Hexe. Was ist denn da passiert? Abigail's Hütte. Oh, hallo Abigail. Na sowas. Ein Hexer. Willkommen. Was ist denn mit dem Typen da draußen passiert? Er ist selber schuld. Die Haare flackern ja wohl voll. Fantasien, die zu erfüllen ich nicht bereit bin. Die halten mich für eine Hure. Dabei bin ich einfach nur eine Hexe. Ich werde es mir merken. Keine Sorge. Ganz so böse bin ich nicht. Der arme Sünder erholt sich wieder. Aha, okay. Was wollt ihr? Ein bisschen ausruhen. Zeigt mir eure Ware. Ja, wir haben nach wie vor kein Geld. Was wollt ihr? Hexe mit den flackernden Haaren. Darf ich euch etwas fragen? Wenn es sein muss. Was auch immer das ist. Ach so, Phantomhunde. Hab's gerade ein bisschen falsch gelesen. Hab den Zauber gegen Phantomhunde. Das wäre nichts Schlechtes. Habt ihr einen Zauber gegen Phantomhunde? Was ist mit eurem Schwert? Ich hörte, Hexer hätten zwei. Eine Klinge aus Silber für Ungeheuer und eine aus Stahl für Menschen. Beide sind für Ungeheuer. Leider habe ich keines aus Silber. Ich kenne da eine Salbe. Wenn ihr eure Klinge damit überzieht, fügt ihr selbst Geistern schwere Wunden zu. Die Formel kostet euch 30 Orens. So ein Mist. Wir haben kein Geld dabei. Vielleicht ein andermal. Wir müssen irgendwie zu Geld kommen. Wir sollten mal die Quests machen. Ich könnte mal die Zeitquests machen, dann vielleicht kriegen wir dadurch ein bisschen Geld. Das wäre ja denkbar. Wozu diese Puppe in Menschengestalt wohl dient? Ich habe da schon so eine Ahnung. Scheint eine menschliche Gestalt zu sein, aus Hanf und Wachs gemacht. Ich frage mich, wofür die Hexe diese braucht. Als Hanf kann man sie gut verwenden, da weiß ich, wofür man das braucht. Ja. Ich weiß das natürlich nicht, habe ich keine Ahnung. Ist mir ein Rätsel. Rotes Schal. Roter Schal. Wir nehmen hier auch ein bisschen was mit.
Verschlossene Tür. Okay, noch eine verschlossene Tür. Aha. Und hier gibt's ganz... Gut, vielleicht sollten wir mal die Aufträge annehmen. Da mal ein bisschen was versuchen. Ghoul-Vertrag. Ich brauche das Blut von mindestens 5 Ghoulen und bezahle reichlich Kalkstein, der Alchemist. Um diesen Vertrag zu erfüllen, ist der Ghoul-Eintrag im Bestiarium erforderlich. Aha. Nur finden wir den Ghoul-Eintrag im Bestiarium. Haftbefehl. Okay. Der Ertrunkenenvertrag. Die Kirche des ewigen Feuers sucht jemanden, der sich der Ertrunkenen am Flussufer annimmt. Bedingung für die Bezahlung ist der Beweis, dass 3 der Bestien getötet wurden. Bringt ihre Gehirne. Fragt nach den Geistlichen, um diesen Vertrag zu erfüllen. Der Ertrunkene Eintrag ist... ein Bestiarum erfolgt erforderlich. Wo ist denn dieses Bestiarum? Wo finden wir das her? Ah, wir haben sogar 4 Köpfe. Das können wir hinkriegen. Das kriegen wir hin. Da müssen wir nur den Geistlichen finden, wo auch immer der sich aufhält. Tapferer Mann. Tapferer Mann, dringend gesucht. Wer mir 10 Bargenschädel bringt, erhält 100 Uhren. Aber ich gehe die Kräuterkundlerin. Ach, das sind Bargenschädel. Da haben wir erst 4 von. Okay, da müssen wir noch ein paar besiegen von. Und bei der Hexerin waren wir gerade. Und der andere braucht ja auch, glaube ich, 3. Okay. Alles schreit danach, dass wir den Priester, den Geistlichen finden. Verdammten Eichhörnchen greifen konnten. Ja, die Eichhörnchen. Aber wo finden denn wir den Geistlichen? Das verfolgt uns schon seit dem letzten Stream. Das ist... Der muss ja hier irgendwo sein. Kapelle des ewigen Feuers. Aha, okay. Ein Geistlicher vielleicht in der Nähe. Wenn das hier eine Kapelle ist. Könnte ich mir vorstellen, dass der Geistliche nicht weit weg ist. So, ja, wir machen uns auf die Suche nach dem Geistlichen. Im Planwagen ist nichts drin. Waren wir hier schon drin? Verlassene Hütte. Ne, hier waren wir noch nicht drin. Aber wir nehmen hier ein bisschen was mit. Fass. Ein bisschen Geld war da drin. Das tut nicht schaden. Zwei Goldstücke haben wir jetzt. Da brauchen wir deutlich mehr. Nochmal 2 Goldstücke. Sind wohl arme Leute hier gewesen. Gibt's nicht viel zu holen. Herstelle. Ah, hier, meditieren oder was? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Bis zum Morgengrauen. Einmal ein bisschen meditieren. Schadet vielleicht nicht. Dann sollen wir mal in der Nacht rumlaufen. Vielleicht treffen wir dann noch auf ein paar Wagen. Da können wir ein paar Wagen schlachten und die Schädel benutzen. Die Quest. Scheint eine Festung zu sein. Ich gehe mal klopfen. Mikul. Guten Tag. Halt! Was? Na, was schon? Ich will in die Stadt. Es gibt eine... Wie heißt es noch? Quarantäne. Dauert sie noch lang? Quarantäne. Diese Quarantäne.
So was weiß der Kommandeur, ich nicht. Und der Kommandeur ist wohl drin. Gilt diese Quarantäne denn für alle? Keine Ahnung. Habt ihr schon einmal jemanden hereingelassen? Leute mit Pässen. Die darf ich reinlassen. Verstehe. Reden wir. Weiß der Geistliche, dass ihr hier seid? Natürlich. Natürlich. Ich glaube euch nicht. Hat er euch was mitgegeben? Na sicher. Ihr müsst einen Ring tragen. Okay. Linksklick während eines Gesprächs auf Bestechung, um eine Summe zu bestimmen. Und zu versuchen, damit Charaktere zu bestechen. Die Charaktere reagieren unterschiedlich auf Bestechung und mancher mag gar beleidigt sein, wenn deine Bestechungsgeld zu bescheiden ausfällt. Ja gut, da haben wir leider zu wenig übrig. Lass uns mal lieber. Nicht willkommen. Verschwendet. Kein Durchlass. Wenn ihr einen Brief habt, geht zu Mikul. Die Tore sind bis auf Weiteres geschlossen. Es wurde eine Quarantäne verhängt. Alles klar. Da tobt wohl die Pest in dieser Stadt. Genossen. Der Genosse hat genossen. So, der Priester scheint wohl in der Stadt zu sein. Müssen wir irgendwie einen Weg finden, in die Stadt zu kommen. Entweder wir finden den verdammten Ring. Oder Fischerdumpf. Und wir bestechen ihn mit genügend Geld. Gibt's hier noch was zu plündern? Sieht nicht so aus. Ein Fischerdorf. Ah, da halten sich Leute auf. Ich breche mal ins Haus ein. Ein Haus. Oh, da sind doch Leute drin. Zum Kaufen hier? Geht zu Brock. Ich hab mal eine Elfin gevögelt. Schön für dich. Haut ab! Langweilig. Vorher nehme ich mir noch ein bisschen was mit hier. Das Hühnchen. Hier noch was zu mitnehmen. Ich bin müde. Obere Etage. Treppe nach oben. Hier gibt es eine Truhe. Oh, ein Schwert. Stahl durch. Und mittlerer Alkohol. Sehr schön. Ich nehme den mit. Ein Dolch. Und lecker Alkohol. Sehr schön. Schränkchen. Noch mehr Alkohol. Sehr schön. So muss das sein. Sorry, wenn ich störe. Ich raube euch nur aus. Noch mehr Alkohol. Jetzt können wir bald ein Besäufnis machen. Wahrscheinlich noch lange nicht, aber ein bisschen was lagern müssen wir vielleicht bald. Wenn das Inventar voll ist. Wir haben noch keinen schweren Alkohol. Also. Da wird einer gemobbt oder was? Das ist doch Schweinchen in der Mitte. Ein Anderling. Ein Hobbit oder was? Tanz uns was, du Dreckszwerg. Was habt ihr mit diesem Zwerg zu schaffen? Wir rasieren ihm den Bart ab. Was kümmert euch das? Ja, allerdings. Es wäre besser für euch, wenn ihr eures Weges geht. Niemand bestickt ein Zwerg. Steckt die Waffe weg. Und hört auf, damit rumzufuchteln, wenn ihr sie behalten wollt. Oh, ein Lebendiger. Holt ihn euch, Kumpels! Tötet den Penner! Ihr habt es so gewollt. Kampf! Wie wär's mit Schwert ziehen? Rassisten. Kämpfe, Geralt. Die machen sie alle. Ah!
komm. Lass den nicht fest machen. Na komm. Du greifst hier nicht den. Greifst hier nicht den Zwerg an. Nieder mit dir. Sehr gut. Zwerg gerettet. Danke, dass ihr euch um diese Hunde gekümmert habt. Moment mal. Geralt? Seid ihr es wirklich? Hol mich der Teufel! Stimmt etwas nicht? Ihr seht nicht gut aus. Seid ihr verletzt? Typisch Hexer. Gestorben, wieder auferstanden, 5 Jahre lang verschwunden und dann fragt er, ob etwas nicht stimmt. Wer seid ihr? Seid ihr betrunken? Ich bin euer Freund, Sultan Chivai. Wo seid ihr gewesen? Warum habe ich nichts von euch gehört? Was ist mit... Wir haben Freunde. Ich weiß nicht, ob ich es erklären kann. Ach, ihr schuldet Sultan Chivai keine Erklärungen. Ich bin nur froh, euch zu sehen. Natürlich wäre es schön, ein paar Rätsel zu lösen. Ihr versteht das falsch. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich nur an die letzten Wochen. Was soll's, Geralt? Trinken wir ein Bier und unterhalten uns wie in alten Zeiten. Spürt euren Kopf durch. Vielleicht erinnert ihr euch dann. Ja, let's go. Besorgt aus. Eine kleine Trinkerei. Eine unangenehme Geschichte. Kann auch nicht schaden. Mein Freund wollte sich in diesem Dorf mit mir treffen, aber er kam nie an. Meint ihr, er könnte in Schwierigkeiten geraten sein? Ich hoffe nicht, aber es wäre auch keine Überraschung. Er schloss sich den Eichhörnchen an und willigte ein, mit den Hafkas Handel zu treiben. Eichhörnchen und Hafkas? Die Eichhörnchen, sie selbst bezeichnen sich als Coyatel, sind Anderlinge. Die glauben, sie könnten die Gleichstellung erzwingen, indem sie sich hinter Bäumen verstecken und auf Leute schießen. Hafkas sind Kaufleute, die illegal Waffen an die Eichhörnchen verkaufen. Verstehe. Ich bin hier nicht gerade willkommen. Uns Anderlingen gibt man die Schuld an allem Möglichen. Von der Pest über die Bestie bis zu den Warzen am Arsch des Geistlichen. Sonst würde ich selbst nach meinem Freund suchen. Ich halte die Augen offen und lasse euch wissen, wenn ich etwas erfahre. Hab Dank, mein Freund. Zum Geistlichen muss selber hin. Und? Wie geht es euch? Ihr kennt mich und meine Umtriebe. Ich möchte in Vizima ein bescheidenes Geschäft eröffnen, indem ich Waren von Mahakam importiere. Die Breckenricks sitzen mir im Nacken. Die was? Die Breckenricks? Wer soll das sein? Meine zukünftigen Schwiegereltern. Ich will Eudora Breckenricks heiraten, aber mein zukünftiger Schwiegervater fragt nur nach Geld. Das ist schwierig. Das Minenkollektiv, wo ich nach dem Krieg gearbeitet habe, war ein totales Desaster. Kein Wunder in diesen blutigen Zeiten. Und? Wie geht es euch? Ihr kennt mich und meine Umtriebe. Ich möchte in Vizima ein bescheidenes Geschäft eröffnen, indem ich Waren von Mahakam importiere. Die Breckenricks sitzen mir im Nacken. Okay. Mahakam? Ist damit Profit zu machen? Das will ich doch hoffen. Ich habe im Krieg einige Investitionen getätigt. Aber man sagt doch, Geld muss arbeiten. Nur so lange, bis es einem davonläuft. Geralt? Erzählt mir mehr über die Eichhörnchen. Kleine Anderling-Scheißer, denen man romantische Geschichten erzählt hat, bis sie zu den Waffen griffen, um für die Freiheit und andere Ideale zu kämpfen. Im Krieg gegen Nilfgaard hat Emir sie benutzt, um die Königreiche zu überfallen. Ich habe keine Ahnung, wessen Unterstützung sie jetzt genießen. Tja. Ich muss jetzt gehen, Sultan. Wir reden später. Sehr schön. Er ist ein bisschen angegriffen worden. Quest abgeschlossen. Oha. Stufe aufgestiegen. Zur Meditation wechseln um. Ja. Das konnte ich nicht mehr lesen. Sultan der Zwerg. Sehr schön. Mal ein bisschen Überreste durchführen. Ah, ja. Hier gibt's Geld. Ich bin geil. Ja, freut mich zu hören. Musste mir aber nicht mitteilen. Habt ihr Schnaps übrig? Haut ab. Ganz genau, ich wollte hier nur die Leiche untersuchen. Geld. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Geld.
blutiges Schwert. Ein rostiges Schwert. Inventar ist voll. Was? Rostiges Schwert. Können wir das wegwerfen? Schaden minus 30. Ja. Sinnvoll. Das ist noch ein rostiges. Das können wir nicht mitnehmen. Ja, gut. Wir nehmen unser eigenes Schwert auch erstmal. Wie viel Geld haben wir jetzt dabei? 18. Das ist noch nicht sonderlich viel. Ich geh mal hinein. Ich hab mal eine Elfin gevögelt. Es kommt mir bekannt vor. Ich würde keinem Hund wehtun, aber jeden Elfen kreuzigen. Oh, einmal im haarigen Bären trinken. Aber die Stadttore sind zu. Die Stadt scheint eine tolle zu sein. Und der haarige Bär, der scheint eine gute Kneipe zu sein. Geld. Noch mehr Geld. Noch mehr Geld. Sehr schön. So kommt man also auch an Geld. Ein bisschen geplündert. Jetzt haben wir ja schon 26. Geht doch. Ein Bettler. Aha. Raufbold. Diebesleben. Eines Tages hänge ich sowieso. Vielleicht nicht. Nettes Messer. Ihr sucht Ärger? Besucht die Gruft. Ach, jetzt haben wir das blutige, rostige Schwert rechts daneben. Ich würde keinem Hund hier weinen, aber jeden Elfen kreuzigen. Ja, ja. Elfenrassist. Wo sind nur all die Weisen aus den leeren Häusern? Die verdammten Rassisten hier. Sonst zum Adligen, nicht zum Adligen, zum Geistigen kommen wir jetzt wohl auch nicht mehr. Einmal im haarigen Bären trinken. Zum Kaufen hier? Geht zu Bord. Verfluchte Anderlinge. Ein Wunder, dass die Erde sie nicht verschlingt. Diese scheiß Rassisten überall. Ein bisschen Stein. Für wen hält der sich? Ich meine, ein bisschen Fässer ausrauben. Und waren wir hier schon drin? Nein, waren wir nicht. Gibt's noch ein bisschen Geld? Bisschen Bier. Müssen wir vielleicht im letzten Gasthaus, da wo wir, wo wir zuletzt waren, ein bisschen was lagern. Müssen wir vielleicht im nächsten Stream mal ein bisschen lagern gehen. Was ich? Nee, ich doch nicht. So. Hier sind wir noch im Fischersdorf. Okay. Gibt's noch ein bisschen Geld? Oha. Sehr schön. Das nehme ich natürlich mit. Gut, na dann. Hätte nicht gedacht, dass so viele Kinder an der Pest sterben. Tja. Ach, einmal im haarigen Bären trinken. Die Stadttore sind zu. Ihr sucht Ärger? Besucht die Gruft. Die Gruft. Aha, okay. Ja, der haarige Bär, der scheint hier eine berühmte Kneipe zu sein. Eine Region betreten, Umland. Aha, hier ist doch schon wieder eine Brücke. Ich hasse die Banditen wie Simas. Ja, wer hasst Banditen nicht? Klopfen wir hier nochmal an die Tür. Der Mickrige soll kein Durchlass. Wert. Wenn ihr einen Brief habt, geht zu Mikul. Die Tore sind bis auf Weiteres geschlossen. Es wurde eine Quarantäne verhängt. Ja, ja. Also ich habe hier irgendwie schon einen Brief. Haftbefehl. Für den Professor. Naja, gut. Würfelkisten, Questgegenstand, Einsatz für Würfel. Und damit können wir am Tisch dort mit dem... Da können wir in der Kneipe würfeln.
Joa. Hier noch weitere Bettler. Hey, es regnet. Ach was, was du nicht sagst. Aber bevor wir jetzt in diese Stadt hier reingehen, oder dieses Dorf, machen wir jetzt hier erstmal vor den Toren der Stadt, machen wir erstmal eine kleine Pause. Ich beende diesen Stream an dieser Stelle. Und sag mal, Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und wir sehen uns im nächsten Stream wieder. Bei The Witcher 1 Enhanced Edition. Bis dahin. Ja. Da werden wir mal schauen, wie wir im nächsten Part hier weiterkommen. Wir haben jetzt unseren Zwergenkumpel kennengelernt in diesem Stream. Haben auch den Pub kennengelernt. Mit dem Pub ein bisschen rumgestreunt. Und die Geistlichen, den werden wir wohl... Es wird wohl noch ein paar Streams dauern, bis wir den treffen können. Und dann müssen wir erstmal in diese Stadt rein. Gut, ich sag mal tschüss und ja, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Glaube ich, nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und wir sehen uns im nächsten Stream wieder. Im nächsten Part, im nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.